So, auch hier von diesem Schmuckstück möchte ich euch erstmal den Gesamtüberblick zeigen. Das ist dieses wunderbare Stück und ich habe mich einfach total in dieses Regal verliebt und in diesen Stil. Naja, wir befinden uns jetzt hier in meinem Wohnzimmer und ja, dieses Regal mit der Leiter und dieser Mischung aus dem alten Mangoholz und diesem Metall und dieser, ja, wunderbaren, ich muss es einfach sagen, Wandfarbe. Ja, ich bin ganz verliebt und himmel dieses Regal jedes Mal an. Und hier habe ich halt, ja, mir gesagt, möchte ich meine Schätze, meine Schmuckausgaben und meine Lieblingsbücher ausstellen. Und auch da werden wir jetzt hier gleich noch mal ein bisschen ranzoomen und gucken, was genau sich dahinter verbirgt. Und ja, zeige ich euch ein bisschen näher dran, was da alles so steht. Auch hier fangen wir wieder ganz oben an und ihr seht, hier ist der Beginn meiner Harry Potter Buchsammlung. Ja, ich habe mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Ausgaben. Ja, das ist schon ziemlich viel, selbst für mich. Ab und zu für Lieblingsbücher gebe ich halt gerne mal, ja, ein bisschen was aus, um andere Ausgaben zu haben, beziehungsweise wie ich eben schon gesagt habe, dass ich einige Ausgaben austausche. Aber hier haben sie irgendwie, ich habe schon drüber nachgedacht, brauche ich wirklich 5 verschiedene Harry Potter Ausgaben? Aber jede hat für sich irgendwie ihre Daseinsberechtigung und für mich auch irgendwie besonderen Wert. Und deswegen, ja, im Moment sind sie schon notwendig. Ganz oben links haben wir eben den Taschenbuchschuber im Deutschen. Und die haben eben auf dem Buchschnitt immer Zaubersprüche abgedruckt. Und je nachdem, wohin man diesen Buchschnitt hinbiegt, kann man eben einen anderen Schriftzug lesen. Ja, auch, ja. Und ich finde halt schön, dass man auch Harry Potter-Ausgaben hat, die man vielleicht mal unterwegs mitnehmen kann und eben keine großen gebundenen Ausgaben, wo man sich denn irgendwie mit abschleppt. Deswegen finde ich eine Taschenbuchausgabe auf jeden Fall schon mal gut. So, das ist die Rechtfertigung für diese Ausgabe. Die nächste, das ist die englische Ausgabe. Was gab es tatsächlich auch im Schuber? Und zwar die für Erwachsene. Also eine Ausgabe für Erwachsene extra hergerichtet. Ich finde die auch wunderschön. Auch wenn das Design sich ab Band 4 so ein bisschen geändert hat und ja, der Schriftzug nicht mehr ja, horizontal, sondern jetzt vertikal, nee, andersrum drauf gedruckt ist, ist natürlich so ein bisschen dem geschuldet, dass die Bücher immer fetter wurden. Aber es sieht trotzdem toll aus, finde ich. Auf diesem schwarzen Untergrund, diese goldenen Lettern und dann immer diese, ja, dieses coole Bild, was eben weder Zeichnung ist noch computeranimiert, sondern irgendwie was dazwischen mit Fotos oder ja, sieht irgendwie echt aus. Und das gefällt mir an denen wirklich so, so gut. Und die Bilder, die ihr eben auf dem Rücken seht, die sind auch vorne auf dem Cover abgebildet. Rechts daneben haben wir ja, die Zusatzbände, das Märchen vom Beedle den Barden oder die Märchen vom Beedle den Barden und die Schulbücher aus Hogwarts. Einmal Quidditch im Wandel der Zeiten und Fantastic Beasts, also fantastische Wesen und wo sie zu finden sind. Und dann gibt es noch die Zusatzbände, die es nur als E-Book gibt. Und eine Freundin von mir hat die tatsächlich ausgedruckt und gebunden, also extra für mich. ja, es hat natürlich auch totalen emotionalen Wert, aber auch, ja, weil ich einfach, ich möchte die haptisch haben und die möchte die nicht einfach nur als E-Book haben. Und leider gab es die nur als E-Book. Das sind, glaube ich, so die Hintergrundinformationen, die J.K. Rowling so auf ihrer Pottermore-Website veröffentlicht hat und die wurden dann irgendwann mal, ja, zusammen als E-Books dann so rausgebracht. Ich kann euch ja mal versuchen, ein Buch zu zeigen. Gucken, ob ich rankomme. Damit ihr vielleicht ein bisschen wisst, um welches sich handelt. Hier zum Beispiel Hogwarts, ein unvollständiger und unzuverlässiger Leitfaden. Genau, ich habe auch einige Post-its drin, weil ich da irgendwann mal, ich glaube, ich werde es nicht reingefriemelt bekommen, hatte ich irgendwann mal vor, tatsächlich ein Video zu machen, zu so Infos, die man nicht alle Tage so hört. Mal gucken, ob ich da irgendwann noch mal drauf Lust habe. Ja, und daneben ist die wunderschöne Mina Lima Ausgabe. Da gibt es ja auch einige,
ja, Ausgaben zu Klassikern zu. Das ist halt nicht einfach nur bunt und farbig, vollkommen farbig innen drin illustriert, sondern hat halt auch so ein paar Gadgets, wo man halt dran drehen kann, Pappe rausziehen kann, Klappen hat, die man aufklappen kann, also etwas wirklich zu entdecken. Da gibt es mittlerweile auch schon Band 2. Ich habe jetzt hier die englische Variante, weil ich mir nicht bewusst war, ob die tatsächlich auch im Deutschen erscheinen werden. Ich hätte sie lieber auf Deutsch gehabt, tatsächlich. Aber da sie genau gleich aussehen, ja, es ist jetzt nicht schlimm. Ob ich tatsächlich komplett mir alle zusammensammel, weiß ich noch nicht. Aber ich finde die halt wunderschön und sie haben eben was Besonderes durch diese Gadgets, ne? Und einen weiter drunter geht es immer noch weiter mit Harry Potter. Ganz links habe ich ein Harry Potter Malbuch und dann kommt Fantastic Beasts. Habe ich davor gestellt vor den normalen Ausgaben, weil es ja quasi davor spielt. Und The Cursed Child oder Das verwunschene Kind habe ich dahinter gestellt, was ja quasi danach spielt. Ja, das sind genau links meine alten Ausgaben, mit denen ich quasi aufgewachsen bin. Und die kann ich natürlich auch nicht weggeben. Die ist irgendwie für mich die richtigen originalen Harry Potter Bücher, für mich jedenfalls. Ja, und die illustrierten Schmuckausgaben sind natürlich ein großer Hingucker. Und ich bin so glücklich, ja, dass ich jetzt hier Platz habe, auch ein bisschen frontal zu stellen. Und das war genau ja auch der Sinn der Sache dieses Regals, dass es nicht vollgeproppt wird bis oben hin einfach zugestellt wird, sondern dass es hier auch so ein bisschen um die Darstellung geht, dass ich hier ein bisschen dekorieren kann mit den Büchern und die Schmuckstücke auch so ein bisschen mal so richtig ja wirken lassen kann. Da habe ich mir auch extra diese ja Buchständer gekauft. Eigentlich sind das Tellerständer, aber für Bücher funktioniert das auch sehr gut. Ich habe mir kleinere und größere geholt und ja, passt ja auch ganz, ganz gut hier rein. Ja, und so kann ich jedenfalls auch die Illustrierten immer mal wechseln, vielleicht dann auch mal Band 3 und Band 4, die jetzt rechts daneben stehen, ja auch mal frontal stellen. Und im Oktober, passend zu meinem Geburtstag, kommt dann ja tatsächlich der 5. Band heraus. Der Illustrierte hat ja jetzt doch 2, 3 Jahre gedauert, bis der, ich glaube 2, ne? Jedenfalls länger als sonst, ist ja auch das dickste Buch. Und wenn man dann ja so viele Seiten illustrieren muss, ja, das dauert so seine Zeit. Und auf den Büchern hier links ist noch ein Harry Potter Notizbuch. Das fand ich so schön, da habe ich mich so drin verliebt. Das habe ich beim Elbenwald Shop gefunden. Und ja, das wird dann mein nächstes Lesetagebuch, sobald mein jetziges voll ist. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen was reinpassen. Also dieses Jahr auf jeden Fall, vielleicht sogar noch das nächste. Mal gucken. Aber das ist sozusagen schon der Anwärter fürs nächste Lesetagebuch. Und so lange darf das hier stehen, bis ich es dann tatsächlich benötige. Genau, das sind so meine beiden Harry Potter Regalbretter und ja, das war mir jetzt natürlich auch ganz wichtig, dass gerade die Bücher hier mit ins Wohnzimmer kommen und ein bisschen präsentiert werden, weil die mir natürlich besonders am Herz liegen und hier auch viele Schmuckstücke dabei sind. Ein Highlight-Regalbrett löst das nächste ab. Hier habe ich natürlich auch ziemlich schnell gewusst, dass ich auch meine Drachenbücher, die haben vielleicht euch eben in den anderen Regal schon ein bisschen gefehlt oder habt euch vielleicht gewundert, dass die ja nicht da drin vorgekommen sind. Die wollte ich gerne gesammelt auch hier dabei haben und natürlich auch die Hüterin der Drachen, das große Bilderbuch. Das wirkt halt auch wirklich nur, wenn du es frontal stellst. Und ich freue mich halt auch hier endlich mal die Bücher aufrecht hinstellen zu können und nicht irgendwo reinquetschen zu müssen, weil die hier tatsächlich auch reinpassen. Also, dass die Regalblätter so schön hoch sind und so viel Platz bieten. Klar, es sind dafür dann nicht so viele Regalbretter, aber dafür kann man da so richtig schön präsentieren. Hier links das Game of Thrones Ei, das war mal eine Deko, als ich noch als Buchhändlerin gearbeitet habe und da ja ein neuer Band ja, zu dem Universum erschienen ist, da gab es diese Dekolampe. Das ist tatsächlich eine Lampe gewesen. Leider ist mir das Lämpchen kaputt gegangen, aber ich glaube, das werde ich mir irgendwann nochmal dazu kaufen. Dann kann man das, ja, sieht das natürlich gerade, wenn es dunkel ist und dann im Regal noch so ein Drachenei zu beleuchten. Ja, das hat natürlich was. Also ich glaube, das werde ich nochmal
Ja, mir nochmal dazu besorgen, dann leuchtet das hier schön rot dadurch. Aber auch so finde ich, sieht ziemlich cool aus und passt natürlich perfekt zu meiner Drachensammlung. Ja, und das meiste von denen sind wirklich große Highlights. Einiges kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann vielleicht nochmal aussortiert wird. Aber erstmal möchte ich sie alle so beisammen stehen haben. Hier auch neben, also Eona ist ja ein Zweiteiler. So ein bisschen asiatische Drachen, spirituelle Drachen, aber auch ziemlich cool gemacht. Und daneben ist ja so eine Kinderbuchreihe. Das sind noch mal ganz andere Art von Drachen, eher so kleine Tondrachen, ist auch eher so ein Kinderbuch. Und da wurden halt nur Band 1 bis 3 übersetzt. Und da, ja, hatte ich überlegt, Teil die letzten, ich glaube, es ist sogar eine siebenteilige Reihe oder so, die dann auf Englisch zu lesen und hoffe, weil es ein Kinderbuch ist, vielleicht relativ einfach ist. Ja, aber sie hatte mich, sie war schon sehr besonders und es ja, spielte zum Teil auch am Pol, glaube ich, sogar mit Eisbären und mit Eichhörnchen. Und es war doch ein bisschen abgedrehte Mischung. Und gerade das fand ich dann auch sehr schön daran, dass das so besonders war. Und dann hier vorne, die hier so quer liegen vor, die Hüterin der Drachen, diesen wunderschönen Bilderbuch. Ja, die Tinker Farm, die Drachen der Tinker Farm. Von Ted Williams und Deborah Beale. Ja, ist ja auch schon so eine Reihe, die Ewigkeiten nicht weitergeführt wird. Und immer wieder wird uns der Mund wässrig gemacht und gesagt, er hat es noch vor, das weiterzuschreiben und noch nicht aufgegeben. Aber irgendwie ist das jetzt auch schon Jahre her. Und ich bin ein bisschen zwiegespalten und skeptisch, ob da tatsächlich noch was rauskommt. Aber es ist so schade, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Urban Fantasy, trotzdem mit Drachen, einer Farm mit verschiedenen fantastischen Wesen und Parallelwelten. Ja, es hatte irgendwie so seinen bestimmten Witz, weil es auch so um Geschwisterpärchen ging, die sich auch gerne mal so Wortgefechte geliefert haben. Ja, das war wirklich eine tolle Reihe und ich hoffe, die wird irgendwann doch von der Hobbit-Presse nochmal aufgenommen. Genauso der Sommerdrache, der rechts daneben steht, von Todd Lockwood, der ja eigentlich ein Illustrator ist und auch andere Drachenbücher und Drachen ja, illustriert hat und das auch wirklich toll macht. Und auch sein eigenes Buch, der Sommerdrache, hat er zusätzlich illustriert. Aber man merkt so, dass Illustration immer noch vor seinem Schreiben kommt. Und ich ja, folge ihm auf Facebook und da hat er doch so ein bisschen erzählt, dass er ja erst noch dieses Projekt und jenes Projekt zu Ende machen möchte, bevor er dann weiterschreibt. Und auch da ist es jetzt schon mehrere Jahre her, dass der erste Band erschienen ist und der hat mir gut gefallen und ich würde mich freuen, wenn er da irgendwann weiterschreibt. Aber bisher, ja, ist da jetzt noch nichts passiert. Jedenfalls habe ich nichts angekündigt gesehen. Der Drachenreiter, auch hier, Cornelia Funke, zieht sich überall durch alle Regalbretter durch. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir die neue Ausgabe holen sollte und die alte aussortieren, weil die neue noch ein bisschen schicker ist, obwohl die alte auch irgendwas für sich hat. Aber die Folgebände, die sind ja in der neuen Version logischerweise erschienen und damit das zusammenpasst, ja. Dann die Wahrheit-Reihe, die oben drüber steht, die ist, sieht jetzt gar nicht so sehr nach Drachenreihe aus und ich hatte damit damals auch überhaupt nicht gerechnet. Kommt, glaube ich, auch erst im dritten und vierten Band vor, aber da war ich sehr positiv überrascht. Ist aber auch eine Reihe, weil ich Band 1 und 2 jetzt auch nicht so pralle fand, man überlegen müsste, ob man die vielleicht auch irgendwie aussortieren könnte. Aber ja, 3 und 4 fand ich dann wiederum so cool. Ich kann mich aber auch an vieles nicht mehr erinnern. Das ist eben auch so ein Kandidat, den müsste ich nochmal lesen und dann entscheiden, ob da das auszieht. Auch von George R. R. Martin, was obendrauf quer liegt hier, dieses Kinderbuch Der Eisdrache, ne? Das Lied des Eisdrachen, fand ich ganz schön, recht melancholisch, ein bisschen tragisch, aber war jetzt auch nicht kein Mega-Highlight. Also es könnte sein, dass aus diesem Regalbrett doch auch ein, zwei Sachen nochmal rausfliegen. Der Drachenflüsterer wiederum, den fand ich schon ziemlich cool. Da ist ja jetzt auch vorletztes Jahr Band 4 rausgekommen und jetzt dieses Jahr, ich glaube sogar diesen Monat, wird der fünfte Teil erscheinen. Also hätte ich schon Lust, diese Reihe weiterzuführen. Natürlich wieder in einer anderen Ausgabe, was mich hier immer ein bisschen stört. Aber das ist ja humorvolle und trotzdem high und epische Fantasy. Und ja,
trotzdem irgendwie ein flapsiger Schreibstil. Das hat mir auch damals sehr gut gefallen. Und natürlich Eragon, meine liebste Drachenreihe, die musste natürlich auch dabei sein. Und der Plüschdrache und das kleine Drachenei durfte da auch stehen. Ja, da gucke ich auch sehr, sehr gerne rein in das Regalbrett. So, und hier sind so ein bisschen gesammelte Werke auf der linken Seite. Die unendliche Geschichte einmal in der Schmuckausgabe und die kleinere Schmuckausgabe, kann man nicht anders sagen, ist auch irgendwie, sieht einfach toll aus, wie sie so funkelt. Und ja, Gold und Schwarz ist halt auch einfach eine tolle Kombi, gibt immer wieder was her. Und ich hatte eigentlich ja noch eine dritte unendliche Geschichte-Ausgabe, weil da drin waren noch besondere Illustrationen, die eben diese gebundene Ausgabe hier nicht hat. Das hatte mich damals aufgeregt, dass ich denn die Taschenbuchausgabe doch noch behalten habe. Aber ja, drei Ausgaben brauche ich definitiv nicht. Eine für zu Hause durchblättern und lesen, das ist natürlich die große. Und wenn man mal wieder die unendliche Geschichte wirklich lesen möchte, dann für unterwegs ist natürlich auch das gebundene Buch in Ordnung, wenn man das mitnimmt. Und natürlich die wunderschöne Alice im Wunderland-Ausgabe von Benjamin Lacombe, einer meiner liebsten Illustratoren. Und ja, das musste hier natürlich auch ausgestellt werden. Davor habe ich noch so einen kleinen Osterhasen. Ich fand, das passte irgendwie ganz gut zu Alice im Wunderland. Ja, und rechts daneben kommen meine Zamonienbücher. Und auch da bin ich so glücklich, dass die endlich mal im Regal stehen können, weil die haben halt ein besonders großes Format und konnten meistens, also waren in meinem letzten Bücherregal halt ganz oben auf auf dem Regal stehen, und da konnte man sie gar nicht so richtig schön bewundern und sind so schnell eingestaubt, und ich habe sie auch so selten in die Hand genommen, weil sie einfach so schlecht erreichbar waren für mich. Und ja, jetzt finde ich es halt besonders schön. Ich kann es euch ja vielleicht mal zeigen, weil ich habe sie extra ein bisschen weiter unten hingestellt, weil sie eben auch so schöne Buchschnitte haben oben. Der Buchschnitt ist oft farbig bei den Zamonienbüchern. Und jetzt, weil man halt eben von oben hier so lang gucken kann, weil man hier halt eben so lang geht, sieht man das endlich auch mal. Ja, und das freut mich sehr, dass die jetzt auch so einen prominenten Platz haben und dass man die öfter mal wieder zur Hand nehmen kann. Ja, auch hier sehr, sehr schönes Regal. Und jetzt geht's noch zum letzten Regalbrett. Ja, und jetzt sind wir ganz unten. Hier haben wir nochmal weiteres Sammelsurium an verschiedensten Schmuckausgaben, die ich endlich frontal stellen kann. Das Elfenbestimmungsbuch, auch geschrieben und illustriert von Benjamin Lacombe, neben der Alice im Wunderland-Ausgabe wirklich die schönste Ausgabe, die ich von Benjamin Lacombe kenne. Ich hatte auch noch andere Schmuckausgaben von ihm, die ich auch wunderschön fand, wo mich aber der Inhalt jetzt nicht so überzeugt hat, weshalb die halt auch ausgezogen sind. Was mir natürlich schwer fiel, weil sie einfach unglaublich toll waren. Aber es muss halt auch beides stimmen, der Inhalt und das Optische. Und ja, auch da muss ich ein bisschen rigoroser sein. Die Mina Lima-Ausgabe von Der geheime Garten, da habe ich jetzt auch zwei Ausgaben. Einmal diese wunderschöne illustrierte Ausgabe, auch wieder mit kleinen Klappen und was zum Rausziehen, was zum Drehen, was zum Rausfalten, Pop-up-Art und so weiter. Natürlich auch bunt illustriert. Und die andere Ausgabe ist halt eine normale Anaconda-gebundene Ausgabe. Die kann man dann halt auch mal für unterwegs mitnehmen. Muss man nicht so Angst haben, dass da irgendwas kaputt geht, weil die Mina Lima-Ausgaben, die sind halt schon sehr anfällig. Also da gibt es schnell Stoßecken und so weiter. Und die würde ich wirklich auch nie irgendwo mit hinnehmen. Da hatte ich schon Angst, jetzt mit denen umzuziehen, dass mit denen irgendwas passiert. Habe die extra irgendwie eingewickelt in Zeitungspapier. Am liebsten hätte ich alle meine Bücher eingewickelt in Zeitungspapier. Beim letzten Umzug habe ich es tatsächlich gemacht. Das war ein mega Müllberg. Ja, das wollte ich diesmal mir sparen und habe sie stattdessen versucht, sehr gut zu packen, dass sie gar nicht erst hin und her rutschen konnten. Aber gut. Ja, und dahinter, da wo es sich jetzt so schön spiegelt, ist der Wind in den Weiden. Das sind jetzt zwei Ausgaben, die ich hier jetzt ausgestellt habe. Einmal die Urachhaus-Ausgabe, die so ein bisschen farbenfroher ist. Die gefällt mir von den Illustrationen ein bisschen besser. Die Knesebeck-Ausgabe hier vorne rechts,
Die ist wieder von Robert Ingpen illustriert, ist ein bisschen düsterer, ein bisschen gedeckter, ist aber auch sehr weich gezeichnet, hat besonders ja auch interessante Atmosphäre. Was aber der Unterschied ist, zum einen, ich finde sie halt ein bisschen zu düster, nicht ganz so passend zum Inhalt, aber die Knesebeck-Ausgabe ist eben komplett, also ungekürzt, weil oft wird bei diesem Klassiker zwei Kapitel rausgekürzt, die halt so ein bisschen poetischer sind und gerade so für scheinbar für die heutigen Kinder nicht mehr so als interessant empfunden werden. Oder man glaubt es jedenfalls, dass es so ist. Aber gerade die haben mir so gut gefallen im Inhalt. Deswegen, ja, fällt es mir jetzt gerade schwer, eine von beiden auszusortieren, weil die eine mir optisch besser gefällt, von den Illustrationen und die andere aber dafür komplett ist. Ja, da weiß ich irgendwie noch nicht, was ich da oder ob ich beide behalte oder doch noch eine aussortiere. Ja, denn der Grimmschuber, da sind alle kompletten Märchen von den Gebrüdern Grimm, die sie zusammengesammelt haben, enthalten. Und der dritte Band im Schuber ist halt nochmal die Kommentare von den Gebrüdern Grimm. Hatte ich mir mal für mein Germanistikstudium gekauft. Und ja, jetzt ist natürlich immer cool, mal zwischendurch ja, das Originalmärchen nachzuschlagen. Und hinten rechts blitzt noch das Moby Dick-Buch hervor. Das ist aber kein richtiges Buch. Ja, da verrate ich jetzt euch das Geheimversteck in meinem Bücherregal. Denn das ist eigentlich nur eine Schachtel, die so aussieht wie ein Buch. Bisher habe ich da allerdings noch nichts versteckt. Wäre jetzt blöd, wenn ich es tun würde, weil dann ja, wäre es ja kein Geheimversteck mehr. Jedenfalls habe ich das mal geschenkt bekommen und ich finde, es sieht halt so cool aus, dass ich es jetzt hier mit ja, präsentieren wollte. Ja, das war's. Meine Bücherregaltour. Klar, es ist schon relativ voll und so viel Platz für neue Schmuckausgaben ist auch nicht. Aber ich glaube, dass man das irgendwie immer noch, hier ist, unten ist ja wirklich sehr viel frontal gestellt. Da kann man halt doch immer ja noch ein bisschen umräumen und hat ein bisschen mehr Möglichkeiten. Und dann wollte ich euch noch mal zeigen, gehe ich hier noch mal um die Ecke, was ich halt auch sehr schön finde. Mal gucken, ob das mit dem Kabel passt. Und zwar finde ich das hier so schön, dass an der Ecke das Bücherregal halt auch offen ist, sodass halt auch an der Seite die Fronten von den Büchern gesehen werden können. Hier zum Beispiel von Eragon, passt ja perfekt zur Wandfarbe. Oder auch der vierte Teil von Harry Potter. Oder hier die Graphic Novel von Walter Mörs, so die Stadt der träumenden Bücher. Ja, das passte einfach perfekt. Unten sind mir jetzt leider ein paar Bücher umgefallen. Ja, weil ich unten das Kabel, meine Lampe hier angesteckt habe. Aber gut, jetzt sind wir ja eh durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen in meinen Regalen zu stöbern. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.